herzlich willkommen. Wir haben nicht bei einer Stunde 50 weitergemacht, wie beim letzten Mal angekündigt. Oh. Stellt sich mir noch eine wichtige Frage, warum juckt mein Saxo? Nicht mein Saxophon, sondern nur als AX. So, du sagst, ich soll jetzt den Boss probieren. Ich gehe jetzt Schokolade holen und gebe Nazgul nichts ab, dafür macht Nazgul jetzt den Bosskampf. So. Faire Aufgabe. Aber ich mache den Bosskampf nicht, sondern ich gucke bloß, was er kann und was gut ist. Aber du machst trotzdem ein paar Runden. Ja, darum verschwende ich jetzt einen Soma, weil wir es eh nicht speichern. Geh rein und mal gucken, ich bräuchte, wir haben das Feuer, Blitz und Wind, also müsste ich mal mit Eis anfangen. Und Eis kann doch zum Beispiel Lachs nehmen. So, na dann, alle hüpf. Proceed. Nicht Proceed, sondern Proceed. I'm right. This feeling. It must be. But no, it can't. Oh, I didn't mean to distract you. Enemy shadows incoming. Noch ist Harald nicht weggerannt zur Seite. Doch, er ist bereits weggerannt. War's doch nicht da. So Leute, wie steht ihr zu Eis? Einmal heilen und einmal reflektieren, also kein Eis. Aber Blitz hat Vorteil auf die Gesichter. Dann nehme ich mir noch mal so einen Zettel und schreibe mir das mal auf. Also kein Eis, kein Wind. Feuer hat auch Feuer. Ja, okay. Außerdem wissen wir, die Gesichter können Feuer und Motoren. Und das Rad kann Poison Arrow. Und Wind können die Viecher auch. Was könnte man noch probieren? Angriffsarten können wir noch probieren. Das heißt, ich probiere mal erstmal physischen Angriff auf die Gesichter. Macht normalen Schaden, okay. Wie sieht's bei dir mit Pierce aus? Hat er einen Reflex, weil er einen High Counter als Skill hat, aber es scheint ansonsten zu funktionieren. Dann probiere ich noch zweimal die anderen Angriffsarten, und zwar habe ich Thanatos, der kann Slash. Zumal der kann über Gruppen Slash, das ist auch ganz praktisch. Sehen so bescheuert aus. Im Still Frame sieht das so lächerlich aus. Wie auch immer.
Deathbound. Slash auf alle. Der hat Evade Slash. Dann probiere ich nochmal Slash mit dem Safe State, einfach um zu gucken, ob er das evadet, weil es seine Schwäche ist, oder ob er es einfach nur so. Okay, das ist ja auch Slash, also weiß ich, dass das einfach nur so ein Skill sein muss. Aber ich muss noch Strike, haben wir noch nie probiert, glaube ich. Und Striken, hat jemand Gruppenstrike? Du hast Swift Strike. Aber Swift Strike ging, glaube ich, bis auf einen. Wissen ist Fatal End, Strike Angriff. Ich glaube nicht spontan nicht. Und dann mache ich einfach so. Oh, geht sogar auf alle. Ist doch noch besser. Ja, muss ich das ja gar nicht weiter probieren sonst. Wie sieht's aus? Okay, das war natürlich eine Runde, die nicht sehr aussagekräftig ist. Wieder gegen alles immun oder haben die auch Schwächen? Ich habe den Zettel schon neben mir liegen, den kann ich dir dann gleich vorlesen. Oder du musst selbst vor. Ich dein Stück Schokolade. Was für Schokolade ist das? Zartbitter 70 Gute. Jawohl. Bitter, ich bitte nicht Zartbitter. Jungle. Wie sagen schon Wolfgang Petri, weiß die Henne oder weiß sie nicht? Sie ist ein dummes Huhn und nicht ganz dicht. Ich glaube, das hat er nicht gesagt. War das nicht so? Nee. Hätten wir gegen die eine Chance? Wenn wir voll kämpfen würden jetzt? Also mit der Gruppe auf gar keinen Fall. Die Gruppe ist dafür bedeutend schlecht. Ich sehe schon, das läuft ja super. Gut, wir. Ist noch nicht vorbei. Ja, es ist noch nicht vorbei, aber es ist jetzt vorbei. Also ich habe herausgefunden, Eis und Wind wird alles absorbiert oder auf Null, also von allen drei Gegnern, also sind Eis und Wind komplett nutzlos. Die Gesichter sind anfällig gegen Feuer und Blitz. Und die Gesichter können mit Feuer, Wind und Mudo angreifen. Darum ist zum Beispiel Ken auch voll für den Arsch, weil der wird immer sehr viel davon getroffen. Können die Gesichter evade oder so? Die haben auf jeden Fall Dodge Lag gehabt. Physische Angriffe scheinen alle Schaden zuzufügen, aber das große Rad auf jeden Fall hat alle möglichen Counter-Skills dazu. Also der haut auch öfter mal den Spaß wieder zurück. Ansonsten physisch geht. Ja, das Rad noch bei den Elementen? Das ist halt auch für Wind und Eis völlig immun und die anderen beiden machen normalen Schaden. Dann geht das ja. Genau. Aber keine Schwäche. Habe ich keine Rost finden können. Also Angriffe gehen. Warum gehst du wieder runter? Die Controller versucht er ganz komisch zu steuern. Auf dem Kopf stehend. Wo willst du hin? Ich habe den Controller mit den rechten Analog mit der rechten Hand so ein bisschen uns gucken gesteuert. Nein, das ist natürlich verkehrt. Und darum überlege ich nämlich, wen ich jetzt mitnehme. Was greifen sie denn an? Wie gesagt, die Gesichter können Mudo, Feuer und Wind. Und der andere greift fast nur physisch an. Also hat bisher noch kein Zauberskill eingesetzt. Also müssen wir im Endeffekt mit allem klarkommen. Ja, das Problem ist bloß, Mattis zum Beispiel könnten wir sagen, bleibt weg, weil sie kann ja Eis und Wind als Skills. Wir sind ja völlig nutzlos. Also Feuer und Blitz sind halt vorteilhaft. Also würde ich sagen, Akihiko, weil der hat Blitz, aber keine Hammerschwäche. Der Hund ist Mudo, das heißt, er hat Hammerschwäche. Der Hund greift mit Feuer an. Genau, also der Hund und Akihiko sind auf jeden Fall drin. Die Frage, wen dann noch? Junpei? Na, Junpei wurde halt von Wind andauernd runtergerissen. Gut, der geht Feuer, aber naja, gut. Und, also wie gesagt, Mattis hätte keine Schwäche, aber sie könnte er dann nicht austeilen, außer mit physischen Angriffen. Mhm. Sie hätte theoretisch, na Quatsch, sie hat auch Feuerschwäche, also ist Mizuru genauso für den Arsch. Ja, sie hat aber, nee, Mizuru hat Schwäche, Elektro.
Aber Lightning Glove sieht die Schwäche aufheben. Mitsuru hat Schwäche Feuer. Ach, Mitsuru, ja. Oh, sie hat Artemisia als. Yugari ist eigentlich auch nicht geeignet dafür. Außer wir sagen halt, Yugari macht nur Heiler und ab und zu mal nur Piers. Was machen die denn für Mudo-Skills? Mudoon. Mudoon, Magarudain, Agidain. Naja, schon drei. Der andere hat halt Poison Arrow gemacht und so ein Ei, ich greife einen an, aber dafür sehr stark. So ein Spaß halt. Okay, also Koromaru und Akihiko sind auf jeden Fall gesetzt. Also die kann ja schon zum Training schon mal mit reinnehmen. Also von mir aus dann noch Yukari als Heilerin oder so, aber für einen halt komplett auf Heilen setzen. Dann könnte man dafür Yukari nehmen, ja. Weil ihre Elektroschwäche haben wir ja ausgeglichen. Dann würde ich einfach mit den dreien jetzt trainieren gehen. Aber egal wie jetzt die Level sind, einfach nur damit die dann halt für den Bosskampf ein bisschen besser sind. Willst du nochmal wegen Personas gucken, dass wir ein bisschen Platz schaffen, oder? Kann ich auch. Also werden wir wieder ein bisschen mehr. Falls am Ende der Folge zumindest den Speicherpunkt wieder erreicht haben, so auf der 9. Stoetage, glaube ich. Dann wird nicht viel mit trainieren. Also entweder... Ja, wir können uns ja jederzeit raus teleportieren, oder? Oh fuck, es wird was Neues. End of a journey is slowly coming to, an end. The wild talent you've awakened to in the answer to life that waits at your quest's end. I do hope you find what it is what it is looking for. So, also wir haben ein bisschen Bullshit dabei, zum Beispiel Kumpanda und Yaxina hat weggeworfen. Wer ist eigentlich der Daisuyo? Okay. Nichts. Also sagen wir mal Daisuyo und Kumpanda. Das wäre zum Beispiel Siegfried, aber der ist halt auch plus 59. Wir könnten uns eine Lilith holen mit den drei Nutzlosen. Die könnte dann das hier. Ist natürlich die Frage, ob man das will. Masiodein kann sie zwei Leute umschubsen, nicht wahr? Im nächsten Kampf. Wenn es trifft und sie nicht ausweichen, ja. Aber das kann Thor auch Leute umschubsen. Zum Beispiel. Ja. Oder wir holen uns statt noch, um Serio loszuwerden, eine Alice. Die könnte zum Beispiel das hier. Ah, ja. Ist jetzt auch nicht gerade der Burner. Oder wir holen uns mit Dionysos wieder unseren Hellbiker zurück. Da brauchen wir Hellbiker und Sword theoretisch nicht beide. Gucken wir mal Spaß dabei. Die Sword könnte doch im nächsten Kampf auch relativ nützlich sein. Wenn wir da Personas wechseln von Elektro auf Feuer. Oder Sword spallert die Hände runter mit Ragnarok Firearm. Fang mal von oben oder von unten an, mache ich das. Nein, das ist ja bloß bei Triple. Ich glaube quasi erstmal nur die, die eher unwichtig sind am Anfang mal an. Ja, zum Beispiel Seiryu, immer kann man überlegen, ob man dem langsam mal los wird. In zwei Leveln können wir uns halt Sibele holen, der stärkste Lovers. Das ist Haridi. Willst du nicht bei Sibele erstmal gucken, was sie kann? Bevor du sagst, können wir uns holen? Ich sag nur, in zwei Leveln können wir uns die holen. Aber ist erstmal unabhängig davon, was sie kann. Normal zu zweier Fusion. Also mit Daisuyu. Was ist denn? Also hier können wir zum Beispiel mit Daisuyu und Mega Miske Deck. Wollen uns zum Beispiel die holen. Wir müssen den nächsten Kampf nicht verhelfen. Da war nicht jetzt Amrita gewesen. Das ist doch Bullshit gewesen, was jetzt nicht so sagen. Ich weiß nicht, was Amrita ist. Sie wäre halt Mabu Fudai. Gruppeneis. Warum denn? Was ist denn Melzi-Check? Da war gerade Melzi-Check schon da. Das hier? Hilft mir gar nicht. Mir auch nicht. Kann Media Rara. Den zur Not, der hätte Growth 3. Und kann Media Rara. Wäre aber halt mit Thor. Und hätte Schwäche tot. Gut, wir hätten ja Homunculus für den Fall. Oder wir können Melzi-Check auch mit Raphael oder Titania holen. Aber nur vom Namen her, ich wollte nur wissen, wer das ist. So. Genau, die beiden waren ja wieder gerade das Gott. Mit Certain Hellberger. Kriegt sogar Ragnarok mit, er kann da vier Feuerskills. Das ist an sich gerade erstmal blöd. Aber könnte Ragnarok mitbekommen. Wenn er Ragnarok mitnimmt, könnte man Certain. Ich wüsste aber nicht, warum wir Certain den machen, sondern wenn wir einfach Certain haben. Das ist doch besser.
Du bist doch jetzt nicht den Vorteil von Surf the Hellbiker. Hellbiker ist 2 Level höher. Ja. Sehe ich jetzt gerade keinen Mehrwert. Zum Nährwert. Der bei uns gerade übrigens reichlich ausfällt. Es gibt Schokolade. Schokolade hat bekanntlich mehr Kalorien als Wasser. Ist deshalb ungesund. Oliver, Baba in Schernebock und Katanatos zu Garuda. Ja, war da glaube ich auch schlecht. Weil wir nehmen bei uns Saki Mitama. Mit Thor und Kumbanda können wir uns Byaku holen. Oder halt mit Zerd und Chernobog wieder Skathach. Aber wenn die nicht. Skeletch. Aber wenn die nicht Ragnarok übernimmt, ist das vorbei. Und das letzte Mal hat sie nie Ragnarok übernommen, aber immer Firewoosten. Ich würde wahrscheinlich wirklich auf. Auf den komischen. Wie hieß er? Diesen komischen Superhelden hier? Genau. Welche Dietze oder so? Ja, das war glaube ich mit Kumbanda. Genau, also Kumbanda mit Titania zum Beispiel wäre da. Brauchen wir von den beiden noch irgendeinen? Erstmal gucken, Kumbanda könnte nur die beiden. Oder Mazuka halt, oder packe den von mir auch. Titania könnte das alles. Dann könnte man es noch mit Raphael machen. Wenn er Deathborn mitkickt. Ja, über jeden Fall fällt Land schon mal weg. Deathbound und Automarak. Speichern wir mal, dann gucken wir uns auch mal an, was die noch mal konnten. Na, die konnten. Kumbanda kann nur das. Ja, das ist auch nicht schlecht. Und Raphael kann das. Automarak ist verteidigen auch für alle am Anfang. Mediaran hat er sowieso, nicht wahr? Hat er sogar, ja. Deswegen würde mir das ganz gut passen. Na, nehmen wir den. Ja. Elemental Hero Melchizedek. Von mir aus fusionierst du noch 2 von unseren Schwachen zu irgendwas anderem, weil wir mehr Platz haben im Persona-Kompendium. Dann würden wir den Tag. Das wäre. Guck mal bei Triangle vielleicht noch. Das wären dann im Prinzip Daisuke und Lakshmi. Die würden Skedath bekommen. Aber halt nur so. Iran, was war noch? Suyo kann nur die beiden. Ja, warum nicht? Und Lakshmi kann nur die beiden. Bufudin. Aber sie kann ja schon Mabufudin. Nehmen wir das einfach. Nehmen wir das einfach. Dann mal Platz und wenn wir die wieder zusammen fusionieren, dann funzt das. Vielleicht mit irgendwas. Ist doch nur schwach gegen Feuer. Und hat ansonsten ziemlich viele Stärken. Die ist gegen Arrows stark. Erinnert mich, dass die Resistenzen angehen schon mal ein bisschen wie Lamia, aber die hat ja auch mal eine Schwäche und Haufen andere Resistenzen gehabt. Ja, Lamia war glaube ich. Aber rein ist. Von der Anzahl her, das meine ich. Mhm. Also sie hat natürlich eine richtig üble Schwäche. Ja, Schwäche Feuer ist auch nicht besser. Können wir dich denn schon zu irgendwas Gutem weitermachen? Mit Chernobog zum Beispiel zu Garuda. Wo kommen wir denn mit dem? Sag ja nur zum Beispiel. Oder mit Swords, Quatsch, mit Dionysos zu Ganesha. Ich sehe deine Begeisterung. Abgelehnt, weil nein, wegen ist nicht. Ich sehe deine Begeisterung des Elefantens bilden. Triangle. Also lassen wir es erstmal so. Ja, lassen wir es erstmal so. Nach dem Training können wir ja wahrscheinlich neu fusionieren. Na, was heißt Training? Wenn du sagst, ich soll jetzt dorthin laufen, dann werden die nächsten 20, 25 Minuten schon dafür ausreichen, um hinzulaufen. Nee, na, am Ende der Folge müssen wir es raus teleportieren. So. Achso, wenn das die Erlaubnis ist, dann kann ich natürlich ein bisschen mehr trainieren machen. Dann machen wir jetzt danach noch eine Folge Training. Jo. Oder noch eine halbe, was ich je nachdem. Ich weiß ja nicht, du hast ja gerade das Gefühl gehabt, ob viel Training fehlt oder ob es nur in der falschen Gruppenkonstellation lag. Na, auf jeden Fall, die Gruppe war nicht optimal dafür. Weil du halt echt Pech mit den Schwächen hast. Wir können ja auch ein bisschen auf Geld gucken, dass wir dann auf jeden Fall bessere Ausrüstung kaufen. Na dann würde ich sagen, ich mache jetzt ein bisschen, also jetzt einfach noch die nächsten, also das Ende der Folge mache ich jetzt nur Training erstmal. Mit dem Ziel, ich erreiche trotzdem die Etage 7. Und du hast einen Access Point. Würde versuchen, verstärkt auf Geld trotzdem zu gucken. Ja, aber wenn es 7 Erfahrung und 5 Geld ist, natürlich Erfahrung. Ja, aber wenn 7 und 7 ist, dann nicht mal Geld.
das meine ich damit. Es ist nicht immer schön, auf der ersten Etage schon einen Access Point zu haben. Könnte man eigentlich die komplette Etage klären, rausgehen und es wieder topfen. Ich hab vorne. Ja, aber auf Etage 1 ist das noch nicht tragisch. So. Der Panzer wissen wir, ist blitz. Ich weiß nicht, das bestimmt Feuer oder Eis oder so. Aber manchmal haben wir auch Hammer wieder gehabt. So, Dionysos konnte auf jeden Fall blitz, aber ich glaube unser neuer hier, der konnte auch blitz, oder? Nee. Gar nichts. Auf der Seite. Aber Thor kann auch blitz. Hast du einen Wolf? Du hast einen Wolf. Mach ich doch einfach gleich mal Masio. Ich wollte sagen, der Panzer hat so viel Leben, lohnt sich kaum zu kämpfen. Aber wenn man nie kämpfen, kommt man auch nie weiter. Ja eben, ich bin ja gerade zum Trainieren da. Außerdem. Es gibt bestimmt so Gegnergruppen, wo du einfach sagen würdest, trainiere ich nie, weil es zu lange dauert. Aber ja, solche Gegnergruppen kunst gegen, aber solange ich noch nicht die ganzen Schwächen der Gegner kenne, kann ich da noch keine Aussage zu treffen. Wie zum Beispiel jetzt kenne ich erst ihn. Hammer scheint hier überhaupt nicht zu gehen. Was mich ein bisschen ankotzt, weil das weniger Einsatzzeit für Thanatos heißt. Ist direkt nach dem Lateral. Panzer runterschießen? Ne, weil da wo ich jetzt Akiko nach mir dran ist. Habe ich ja gerade eben geguckt. Da habe ich halt gehofft, dass ich entweder ein Critical mache, was ich nicht erwartet habe, aber vielleicht vergibt es mir den anderen. Brauchst du einen Wolf in diesem Kampf? That's the last one. Ich kann einfach auf Russian gehen. Nee, jetzt suche ich gerade aber. Nicht mal vierstellig ist natürlich ganz schlecht. Da waren ja auch nur zwei Gegner. Welche neuen Animes, von denen du uns berichten möchtest? Neue Spiele? Neue Mangas? Ich hab heute bei Dark Souls Artorias besiegt. Dark Souls 1? Ja. Immer noch. Und ich spiele jetzt auf dem PS2 Emulator das geile One Piece Spiel. Was du, weil, auch im was du hoffentlich auch im Original besitzt? Naja, unser Kumpel hat das auf seiner PS2. Aber ich bin halt ein Mensch, ich bin kein Fan davon, mich vor den Fernseher zu setzen, dann noch das Ding anzuschließen und dann, ich hab's lieber einfach am PC, der ist eh an, da sitze ich eh davor. Das ist einfacher. Ich hab mir auch gedacht. Darum hat, also hat mir auch angeboten, dass ich mir einfach seine PS2 ausleihe und, einfach neue Spiele. Ich hab das halt lieber so da, als wenn ich halt immer wieder runtergehen muss, dann wäre ja. Genau, deswegen spiele ich jetzt auch immer Emulator. Deswegen werde ich meine PS2 wahrscheinlich versteigern oder verschenken oder was auch immer. Weil man braucht es nicht mehr, wenn man Emulator hat. Außer man will halt das alte Feeling haben, aber. Ich habe aber auch gar keine Lust, das Ganze abzufotografieren und bei Amazon reinzustellen. Das ist viel zu viel Aufwand, finde ich. Dann machst du für eBay. So, Akiko, endlich bekommst du mal wieder deine All-Out Attack, nachdem ich dir die letzten Male beim Boss mal gesagt habe, nein. Der alte Schattenschutz zu sehen war bei den nächsten Boss. Weil ich der letzte Block ein bisschen kürzer. Ja, oder wir kämpfen dann halt gegen den Schatten danach. Kann natürlich auch sein. Das ist dann Plot Twist, haha, ich habe euch alle nie leiden können das ganze Jahr über. Darum kämpfe ich jetzt gegen euch. Das ist ja mal ein geiler Anfang. Aber wir kämpfen hier gegen jemanden. Aber da können wir auf jeden Fall Geld nehmen. Also bei den Enter werden wir den Hyper aus Sicht vornehmen. Außer du hast unbedingt Bock drauf. Weil ich meine, wenn die zum Beispiel die. Das wird ja nicht, wir haben ja diesen Fusionsskill nicht. Ach, gibt's hier gar keine Fusion? Something is about to happen to Agilao. Ja, können wir eigentlich weggeben, ja. Weil er hat ja eh besseres. Hat der Agi dahin? Ja. Na, der hat ja auch Ragnarok. Der braucht kein Agilao. Und daraus wird Hammer Boost. Naja, egal. Na gut. Geil.
Ja, weil dann ist Agilao immer noch besser als Hamabus. Aber wenn wir irgendwann weiter fusionieren, dann ist Hamabus vielleicht noch nützlich. Das habe ich jetzt auch überlegt, aber... Die letzte Mal hast du gesagt, warum es hört weiter aus. Warum zum Hellbiker fusionieren, hab ich gesagt. Wenn der doch dasselbe kann, nur weniger und nicht besser ist. Er war zwei Level besser. Aber konnte nicht. Also er war dazu. Du wolltest Sword mit rein fusionieren, damit er ein paar Skills von Sword hat. Wind. Ahaha, wie mache ich denn das jetzt am besten? Eis und Elektro, oder? Ja. Aber wir haben keinen dabei, das kann. Ich könnte Zio dein und dann wechseln. Ja, klar. Ja. Nein, ich hab wegen der Reihenfolge auch überlegt, ob ich das irgendwie hinbekomme, dass dann quasi Akihiko die Beine runterkickt immer noch und dass durch Akihiko das ausgeführt wird, aber es funzt leider nicht. Also ich weiß, Lakshmi kann Eis. Ja, dann muss man die Richtung mal einsetzen, damit wir seine Item bekommen. Achso, da habe ich ja Lakshmi reinfusiert, weil ich ja gesagt habe, ich kann ja dann Marvin. Er kann doch nur Kugula. Ja, dann muss ich dich nehmen. Serio ist doch immer noch ganz gut. Erstaunlicherweise ja. Hä? War das nicht Eis? Ausgewichen, oder? Nein, ich hatte den Kopf. Du hast noch gescoutet. Leg mich einen Rat, der gar keine Schwäche in dieser Kombination. Vor 20 Sekunden hast du mir zugestimmt mit Eis. Ich dachte, du hast Spoggle, ich hab auf meine Schokolade geguckt. Ich hab ja auch geguckt und ich war der Meinung, hat er nicht Eis gehabt? Nein, hat Wind. Dann habe ich das falsch geguckt, so geguckt. Wie auch immer. Hat ja trotzdem geklappt. Als wenn das Spiel wüsste, dass wir auf Geld achten wollen diesmal, präsentiert es uns am Lauf der Wand Geldkarten. Manchmal auch vor 3 oder den blauen Umschlag. Ich kann auch Channelbock nennen, wenn wir da mal das Item bekommen. Kann natürlich noch ein bisschen dauern, aber... Natürlich kann das noch ein bisschen dauern. Er hat zwar keinen Mudo-Bus, aber der immer trotzdem Mamudo... doch Mamudo-Ohren. Insofern... kann man ja mit dem auf der Etage, wo die ja alle Hammer-resistent und Hammer-repellent sind, vielleicht ein bisschen mit Mudo was reißen. Gegen den da zum Beispiel. So, Kumpel. Wohin lässt du? Da lässt du, das gefällt mir. Jetzt ein bisschen Echo hier. Oha! Vielleicht sind die jetzt aus den Hammer anfällig. Probier trotzdem vielleicht erstmal Mamudo aus. Wahrscheinlich kommt gleich beides zurück, aber. Come on, Chernoborg! Ja, also das reflektiert sich schon mal. Komm mal, Feuer anfällig. Nein, Feuer heilen wir sich. Ja. Eis Wind Strike. Kannst du überlegen, ob ich das antun muss? Bei so einer KP-Zahl. Da gibt es Kämpfe, die würde ich machen, die zählen nicht dazu. So oft will ich gar nicht Megiddo einsetzen, wie ich das bräuchte. Aber gegen dich bin ich ja mal wieder kämpfen. Wisst ihr, dich kennen wir nämlich zum Beispiel auch. Ja doch, ich hab sie nur nicht gestört, weil die ist ja glaube ich gestorben. Durch Mama oder Mudo. Du meinst wie durch Mamudo? Ja, natürlich dann Mamudo. Das war die Wahl mit zwei weiteren Leuten zusammen in der Gruppe. Das war nicht Mudo. Das war auch nicht Agi. The enemy strong against... Das war gar nichts dergleichen. Gut mitgedacht. Ich habe schon überlegt, ob ich auf Wasch drücke, damit sie auf jeden Fall angreift.
So also wenig reagieren die ja hier so sinnvoll, dass das funktioniert, ohne dass man Knöpfe drücken muss. Das Geil ist ja, das Vieh ist jetzt immer noch geschockt, also kann ich gleich nochmal angreifen. Nice. Er fällt schon wieder um. Ja, doch gleich! Ein Robben von Persona hier. Ich glaube, alle Bayern-Fans abgeschlagen. Jetzt sind wir bei allen Bayern-Fans unten durch. Wir haben doch schon viel öfter über Bayern Sprüche gemacht, möchte ich meinen. Vor allem über die Hertha machen wir uns ganz oft lustig, aber das ist ja auch zu Recht. Das ist hier Bier! Das ist auch vollkommen zu Recht. Staffel oder Boogie? Wir nehmen Boogie. Jaxa, guck mal, Hier? Nein. Das war doch die 3. Ey, wir haben noch eine Narcissus Flower bekommen. Jetzt haben wir das schon 3-mal. Und ein Level Up. Das heißt, in noch einem Level Up können wir uns die stärkste Lovers zusammen fusionieren. Weil die Level 68 hatte. Wieder das Virus. Der Rat hat wirklich ganz geschockt, weil es jetzt nicht der Hand wäre, wird's vergiftet. Ja, schade. Das ist aber sehr, sehr zuversichtlich. Ja, das hat erstaunlich oft funktioniert vor 2-3 Folgen. Ja, 2-mal in Folge. Danach. Nein, du warst ja auch eine Weile nicht dabei. Das hat erstaunlich oft funktioniert. Ja, das wollte ich dir vorhin sagen, wo du gesagt hast, hier, das funktioniert. Also, wir können auch mehr mit diesen Break-Zaubern arbeiten. Wir können auch die Break-Zauber benutzen, natürlich. Aber die haben wir, noch einen Icebreak müssen wir noch haben. Ich glaube, Serio kann auch einen Break. Das ich meine, dann hätten wir statt Überricht zum Beispiel Metis mitnehmen können, hätten wir für sie irgendwas freigeschossen. Ja, aber Junker wäre wegen Heilen da und nicht wegen. Nee, das könnt ihr nicht heilen. Ja, der Hund kann ja auch heilen. Der Hund kann nicht heilen. Nur Akiko kann von uns heilen. Gut, der hätten wir selber heilen können, aber wir müssen ja auch die Leute runterschießen. Und wir hätten natürlich 2-mal angreifen können, jeweils die Seitenfächer runterschießen und dann heilen. Das wäre ja möglich. Ja, ist natürlich. Und mit Safe State könnte das auch relativ oft funktionieren. Nur ohne Wunsch. Ja, mit Safe State funktioniert es immer. Nein, du erinnerst dich an den Kampf mit dem Spastic Turbo, das auch mit Safe State hat sich nicht immer gemacht. Ja, wahrscheinlich war es vorbereitet. Ich bin sogar gut dagegen, ist aber. Haben wir mal gespeichert vor kurzem? Ich speichere nach jedem Kampf und zu Beginn jeder Etage. Hang in there. Auch da im Fall eines Falles keine einzige EP sinnlos eingesammelt wurde. Aber das eine Vieh bringt ziemlich viele Erfahrungspunkte. 1900, war das mit Mode Boost? Nee, ohne. Das ist ohne eine einzige Karte gewesen. Dann sag ich halt, für einen Gegner ist das ziemlich viel. Bei neuen Reaper kaputt. Hätte ich vor 10 Minuten gesagt, dass wir den Reaper diesmal sein lassen. Das ist ja wackelmütig. Du! Ich hab dich immer noch. Mal schauen. Einfach mal schauen. Nee. Nee. Auch mit Megiddo ist es ein Kampf, den ich nicht machen werde. Ich hasse diese Turm. Ich habe einen Onyx bekommen. Yeah! Ist da weiter? Ja, geht es. Dann machen wir auf der Etage mal kurz ein bisschen Pause. Sind die hier vorbei weiter? Ja, leider ja. Jetzt kommt ja noch was zu. Gehe ich erstmal einen anderen Weg. Gibt's ja auch noch genug. Alter, ich bin falsch abgebogen. Hier wollte ich lang.
Hier zum Beispiel sieht das nach einem Happy Raum. Happy Fun Times. So, diesmal weiß ich wenigstens, dass es Wind und Zio war. Wie ist aber die Reihenfolge? Du bist da als nächstes dran, also müsste ich den Windpart übernehmen. Dann jemand Einzelwind außer Seiryu. Du kannst Garu dahin. Dann nehme ich dich doch. Wie steht ihr eigentlich zu dem ganzen Rest? Könnt ihr euch auch mitnehmen? Dann mache ich das einfach mal, um das Schadens zu nehmen. Durch Mamudon steht er doch aber auch wieder auf. Achso, der andere ist trotzdem noch da. Ich dachte, bei Mamudon stehen sie noch auf. Aber manchmal ist das ja so. Das stimmt. Da gibt es eine neue Erfahrung, nämlich die. Weil wir wollen ja trotzdem ein bisschen trainieren. Yeah, Seiryu, you can do it. Yeah, Titania, you can do it. Something's about to happen to Grove 2. Wollen wir das zulassen? Kommt drauf an, was daraus wird. Daraus wurde Power Charge. Nee, dann sollst du lieber Grove weitergeben als Power Charge. No. Und Charnabog levelt up. Sehr gut, dann kannst du jetzt Deathbound. Der levelt auch ab. Kommt Automatao. Auch gut. Und lernt dann noch Akasha Arts. Ja, der ist einfach nur physisch. Physisch ist gut. Ein Topaz. Kristallungeheuer Topaz-Tiger. Lasse ab von mir. Danke. Versuch Nummer 2. Okay, ihr wart doch auch ein Spaßelement. Ne, ihr wart Strike. Du warst aber gegen alles. Alles nicht schön, was ich hier sehe. Das wenigstens so. Damit er wenigstens etwas Schaden nimmt. Aber warum auf den? Akihiko, warum auf den? Warum nicht auf den einen, der noch gestanden hat? Würde ich mir 26. eines Monats und ich habe 676 MB meines Datenvolumens verbraucht. Wir tauschen, du kannst ja meine 200 haben. Ich weiß gar nicht, wie ich hier auf 3 GB kommen will im Monat. Da kann ich ja wahrscheinlich noch Fußball-Livestream gucken. Dafür ist das ja da. Also, Beispiel, damit werben sie ja, dass wir richtig unterwegs gucken kannst. Wäre eigentlich eine Idee. Game over. Nein, wir haben Charnabog, der ist nun dagegen. Oh. Watch it, Dwayne. Just one enemy left.
I need your help! All enemies defeated. Noch besser. Lohnt sich da Erfahrung oder eher Money? Ich denke, weil es 4 Gegner waren, lohnt sich Erfahrung. Serio, was los? Der hatte gerade ein Level Up, wo du nicht da warst. So wie 3 andere Personas. Bist du schon 68? Ich bin noch 67, möchte ich meinen. Die Hände kennen wir noch nicht, nicht wahr? Da wäre dann ein Access-Point, wollen wir das Stockwerk klären und dann den Access-Point nehmen? Schon. Ja, können wir gerne machen. Also das Stockwerk noch ein bisschen weitermachen? Oder bist du ewig auf dem Stockwerk? Ich bin schon eine Weile hier drauf, aber wir können dann trotzdem sagen, wir nehmen den Access-Point und zieht das mal raus. Nee, ich meine erstmal noch weiter kämpfen auf dem Stockwerk. Ja, dann können wir trotzdem den Access-Point nehmen. Lass der Sensenmann erscheinen. Der ist noch nicht einmal aufgetaucht, ohne dass wir eine Karte genommen haben in The Answer. Ja, in The Answer nicht, ne. Tio Agi Agi. Keinen, der beides kann? Nein. Wir haben außer Serio eigentlich nichts, was 2 Elemente gleichzeitig kann. Ich glaube, die wenig leben. Na, sie haben nur einen. Das ist jetzt von diesem hier verwirkt. Die können nämlich, glaube ich, mit Guido Lao. Das muss uns ja jetzt nicht unbedingt treffen. In der Präventivrunde trifft uns da, glaube ich, Gorki nicht. Ja. I'll do my best until the very end. Ui. Ja, und das ohne Karte. Und ist was fertig. Yes, my skill level has increased. Wenn ich mir so die SP meiner Truppe angucke, werden da nicht mehr viele Kämpfe sein. Also ich sage, wir machen Extras raus. Also jetzt gehen wir, wenn du willst, aber das ist ein Soma-Job. Ich mache für eine Trainingsrunde kein Soma. Schon gar nicht, wenn ein Access Point auf der Etage ist. Weil ich nie, wenn man in 2 Minuten hier wieder rausgeht. Dann wollte ich einfach sagen, ich nehme noch einen Kampf mit oder so. Dann hat sie vielleicht unterwegs noch eher regeneriert und dann kann ich rausgehen. Du wieder bist außer Chor. Wisst ihr, die kennen wir zum Beispiel noch nicht. Da lernen wir noch ein bisschen was dazu. Die kennen wir ja sogar alle noch nicht. Doch, die Siegel kennen wir. Nein. Okay. Zweifelst bei Mammut, oder? Ja, was ist denn aus? Block. Oder das passiert. Das wird die Leuchten wohl heilen, die Raben, genau. Das haben wir auch gerade mitbekommen, Hugo, aber danke. Das ist trotzdem nochmal. Raben vielleicht Eis? Oder Zio. Wenn Zio ist ein Raben. Aber es gibt einen Weg, das rauszukommen. Give me a sec. I'll scan the target. Du hast von alleine Guo. Ja. Persona! Magi sein? Ich hab vergessen, dass sie das reflektiert haben. Warum steuerst du Maragi denn, wenn du weißt, dass ich hab vergessen, dass sie das reflektiert haben. Aber du hast wahrscheinlich gedacht, die nullifizieren das, oder? Nein, ich hab gedacht, die haben Schaden genommen davon. Ich hab vergessen, dass das reflektiert haben. Ich hab noch den Hund ausgelacht, dass der die Raben mit Feuer angreift. Ich hab vergessen, dass sie das reflektiert haben. Ich dachte, die haben Schaden genommen.
Da habe ich mal Magie-Dein eingesetzt. Das ist der simple Grund. Was hatten die jetzt hier? Ich dachte gerade, du willst einfach, dass die zwei hier rausgehen, der andere weg ist, aber warum Maragidein? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja, genau deshalb. Das meine ich gerade offensichtlich gesagt, die Raben haben doch Feuer, die sind gegen Feuer immun. Verraschen, oder? It's weak against electricity. Könnte man, ja. Just one enemy left. Firing. Müsste doch Akiko wiederbeleben können oder so. Was hast du jetzt sowieso gemacht? Guck mal, für so wenig Erfahrungspunkte haben wir jetzt auch einen verpleppert. Ja, aber die hast du ja noch Level abbekommen. Das war's wichtig. Die kriegen irgendwie viel mehr Erfahrung, oder? Hat der 3000er gebraucht, das gab's nur 100, da war er fertig. Oder die bekommen alles, was wir auf durch 4 teilen, bekommen die komplett. Das kann auch sein. Das war bei The Journey nicht so gewesen. Das kann auch sein. So, dass sie sagen, gut, ihr habt kein Compendium, aber wir können das so machen dafür. Im letzten Kampf haben wir nochmal unsere ganzen Fähigkeiten gezeigt. Es ist spät. Es ist spät und ich habe jetzt Alkohol in mir. Das hatte ich bei den Kämpfen davor nicht. Du hast doch schon Schlängelinien. Würdest du beim nächsten Mal nochmal trainieren wollen oder willst du nur noch runtergehen und den Boss dann angreifen? Na, kommt drauf an. Nach dem, was du ja auf meinem Zettel lesen konntest, würdest du sagen, du willst du den Kampf mit Safe States angehen oder willst du sagen, du willst noch mal ein bisschen trainieren? Also ich selber, wenn ich spiele, würde ich nicht trainieren. Wenn du sagst, du hast noch mal Lust auf ein Training, dann können wir noch gerne noch mal einmal machen. Und dann probieren wir das dann nächstes Mal ohne Training weiter. Also wir gehen mal zum Boss und versuchen ihn zu besiegen. Ja, ein Durchwasch. Genau. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir rennen.